Ich habe einen Backofen im Auto. Denn ich baue ja quasi mein Zuhause auf vier Rädern. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Da kommt eine Fußbodenheizung rein. Ich habe Bock auf richtig schönen Klang und vor allen Dingen mit Apple CarPlay. Apple CarPlay ist mir super wichtig. Ich habe das letzte Mal gesagt, dass es im neuen Video, also heute, was auf die Ohren gibt. Und was das zu bedeuten hat, das zeige ich euch jetzt. Ja Leute, wer mich mittlerweile ein bisschen besser kennt, der weiß, dass mir Musik unglaublich wichtig ist. Was mich am Crafter immer gestört hat, ist, dass ich hinten im Wohnraum einfach keine gescheite Musikanlage habe. Klar, ich habe so eine kleine Bluetooth-Box im Crafter hinten drin, aber das ist halt auch irgendwie nicht so das Wahre vom Ei. Ich habe Bock auf richtig schönen Klang, auf richtig geilen Bass und ja, irgendwie konnte ich das im Crafter nicht so realisieren. Ich meine, Anlage vorne war drin, auch mit Subwoofer und so weiter. Aber hier im Krankenwagen muss jetzt was passieren. Ich habe ja schon von Anfang an gesagt, dass der Krankenwagen ein richtig kranker Wagen wird. Und zwar kompromisslos. Kompromisslos bedeutet für mich natürlich auch, dass die Anlage hier hinten im Krankenwagen richtig schick wird. Es wird keine 8000 Watt Bass Machine, aber ich drehe jetzt mal die Kamera um. Es wird ein komplettes Setup mit Doppeldienradio, Subwoofer, Endstufe, Lautsprechersystem für vorne, 10 Zoll Lautsprechersystem für hinten. Denn die Firma ARS24.com war nicht nur so freundlich und hat mir die Anlage für vorne gestellt für den Fahrgastraum. Nein, ARS24.com hat mir auch eine komplette Anlage für den Wohnraum gestellt. Ich habe die Jungs damals angerufen, habe denen von meinem Projekt erzählt, dem Olli von ARS24, den kennt vielleicht der ein oder andere sogar schon von euch, wer sich denn schon mit K-HiFi auseinandergesetzt hat. Und er sagte: Junge, die Idee ist mega, du brauchst auf jeden Fall eine richtig schicke Anlage hinten in deinem Wohnraum. Ja, gesagt, getan, wir haben uns zusammengesetzt und haben ein bisschen getüftelt und überlegt, was Sinn macht, was keinen Sinn macht. Und ja, das hier ist das Setup, welches ich heute hier im Wohnraum verbauen werde. Ich erkläre euch mal den grundsätzlichen Plan. Es ist so, dass später hier eine Kommode ist. Das heißt, diese Batterie wird verkleidet sein. Und da oben werden wahrscheinlich zwei Schubladen oder sowas sein. Ja, und hier unten, da wird der Subwoofer stehen. Hier in der Frontblende wird das Doppeldienradio eingebaut, damit ich das auch von außen bedienen kann. Da oben wird die Fernsehwand sein. Das bedeutet, rechts und links kommen zwei 16 Zoll Lautsprecher hin, also dieses Zwei-Wege-System mit einem 16 Zoll Teller und eben dem kleinen Hochtöner. Und im hinteren Bereich, also links und rechts, dort kommen jeweils zwei 10 Zoll Lautsprecher hin. Das heißt, ich habe einen schönen, ja, Surround nicht unbedingt, aber einen schönen Rundumklang, also einen schönen Raumklang. Und ja, dieses System werde ich heute verbauen. Ich bin ultra gespannt, wie das denn hier drin klingen wird. Ich meine, klar, momentan hier in der Baustelle wird es wahrscheinlich noch nicht so geil, aber wenn dann alle Möbel drin sind und die Verkleidungen an der Wand und so weiter dran sind, dann wird es, glaube ich, richtig schick. Also, gehen wir es an. Ich zeige euch jetzt mal im Detail, was ich hier alles verbauen werde. So, meine Komplettanlage zu verbauen, braucht es im Prinzip gar nicht so wahnsinnig viel. Ihr braucht ein Radio, im Idealfall eine Endstufe, damit auch die Leistung entsprechend auf die Lautsprecher gebracht werden kann. Wenn ihr braucht, wenn ihr wollt, einen Subwoofer. Subwoofer ist hier drin. Und ihr braucht natürlich die Lautsprecher. Und ihr braucht einen Kabelsatz für den Strom. Ja, ihr müsst natürlich irgendwo Strom ans Radio bringen, beziehungsweise auch an die Endstufe. Und das hat mir alles ARS24 geliefert und ich bin super gespannt. So, das hier sind die Cinch-Kabel. Die Cinch-Kabel werden später mit der Endstufe und dem Radio verbunden. Da braucht es zwei Stück, weil es ist ja quasi zwei Wege, also einmal Subwoofer-Ausgang und einmal Lautsprecher-Ausgang. Dann haben wir hier noch ein kleines Adapterkabel für die Endstufe. Wir haben hier den Radioadapter. Es gibt eine DAB Plus Antenne, da muss ich mal schauen, wo ich die später verbaue. Es gibt natürlich den Adapter für die DAB Plus Antenne. Wenn wir die im Dach verbauen, dann brauchen wir natürlich ein bisschen längeren Weg für Wohnmobile. Das ist also auch hier dabei. Dann gibt es einen Kabelanschlusssatz. Ein Kabelanschlusssatz, das ist quasi hier Pluskabel, Minuskabel, Remote-Kabel, damit die Endstufe auch Strom bekommt, wenn das Radio angeht. Und ein entsprechender Sicherungshalter mit Sicherung und den entsprechenden Ader-Endhülsen. Dann haben wir von Gladen die zwei 10 Zoll Lautsprecher. Das ist ein Koaxiallautsprecher, sprich ein Zwei-Wege-System, All-in-One, also ja, wir Two-in-One sozusagen. Das bedeutet, wir haben den Hochtöner und den Mitteltöner direkt in einem Lautsprecher integriert. Das heißt, auf kleinstem Raum haben wir den meisten Klang sozusagen. Die Dinger werden dann später auf der Rückseite eingebaut.
Dann haben wir die Lautsprecher für vorne. Wie gesagt, das ist ein 16 cm Zwei-Wege-System. Hier haben wir die kleine, aber feine Endstufe. Mittlerweile bewegen wir uns da im Alter der oder im Zeitalter der digitalen Endstufen. Das bedeutet, ich habe hier wirklich eine kleine Mini-Endstufe. Die Endstufe habe ich auch vorne drin und die hat so viel Saft, die hat so viel Leistung. Das ist wirklich krass, was da aus dem Subwoofer rauskommt. Hätte ich niemals gedacht, dass so eine kleine Endstufe so viel Leistung raushämmern kann. Dann gibt es hier den kleinen, aber feinen Subwoofer. Der Subwoofer ist genau derselbe, den ich vorne auch drin habe. Dafür muss ich später noch im Baumarkt fahren und entsprechendes Holz kaufen. Und zu guter Letzt haben wir das Herzstück der gesamten Anlage. Das Herzstück ist ein Kenwood-Radio. Es ist ein 7017 DABS. Doppel-DIN-Radio mit Touch-Display und vor allen Dingen mit Apple CarPlay. Apple CarPlay ist mir super wichtig, denn dann kann ich das Handy einfach anschließen morgens und kann halt direkt mein Spotify hören oder was auch immer. Oder ich kann eben natürlich auch mein DAB Plus Radio anmachen und habe eigentlich immer überall perfekten Radioempfang. Ja, und somit kann der Tag morgens im Krankenwagen mit guter Musik entspannt starten. Richtig gut, ich habe richtig Bock drauf. Wird richtig, richtig fett. Jetzt muss ich mir erstmal kurz einen Plan machen, wo dieses Teil rein soll. Das Problem ist, ich habe noch nicht die richtigen finalen Holzbauplatten für für die Kommode. Das bedeutet, diese Platte, wo das Radio später eingebaut wird, also die Front von dem Möbelstück sozusagen, die werde ich jetzt erstmal aus einem anderen Holzstück, was ich noch übrig habe, bauen, damit ich hier alles ausprobieren kann und einpassen kann. Denn ich habe so ein Radio auch noch nie in einer normalen stumpfen Holzwand verbaut, sondern immer nur in den dafür vorhergesehenen Radioschächten, den Autos. Das bedeutet, ich muss jetzt erstmal schauen, wie kriege ich den Rahmen überhaupt richtig fest in dem Holz. Und was ist der beste Weg? Und wenn ich das gemacht habe, dann geht's weiter. Jo, das passt schon mal perfekt. Das ist auch jetzt für den Bau an sich vollkommen ausreichend, aber man kann sich schon so ein bisschen vorstellen, ich glaube letzten Endes wird das Brett, weiß ich gar nicht, ob ich es hier lassen werde. Ich meine, so an sich ist es ja ganz cool, weil ich dann hier vorne einfach auch noch ein bisschen mehr Platz habe. Vielleicht geht die Arbeitsplatte, die da hier drauf kommt, dann bis hier oder so. Ich muss mal schauen, aber wichtig ist, dass das Radio an sich jetzt erstmal fest ist und jetzt kann ich quasi schon anfangen, alles weitere zu verkabeln. So, nochmal kurz zu dem ganzen Kabelgeläsch hier. Also diese Kabel hier sind ja die Lautsprecherkabel. Davon brauche ich am Ende aber nur die Rear-Lautsprecher, denn die Front-Lautsprecher laufen über die Endstufe. Dann haben wir hier noch ein USB-Kabel. Das ist hier der Rückwärtsgang, das brauchen wir nicht, weil wir keine Rückfahrkamera angeschlossen haben. Hier könnte man dann noch Kameras anschließen. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich das tun sollte, aber die Option gibt es auf jeden Fall. Und hier haben wir unser Stromkabel. Also das Dauer-Plus-Signal und das rote Kabel, das ist das Zünd-Plus-Signal. Da ich aber hier hinten im Wagen kein Zünd-Plus habe, habe ich das auch an den Dauerstrom angeschlossen, aber mit einem Schalter. Und dieser Schalter, der simuliert quasi Zünd-Plus. Denn, ich meine, ich habe zwar eine große Batterie hier drin, aber man kann dann einfach auf Nummer sicher gehen und wenn man länger nicht im Van ist, macht man den Schalter einfach aus und dann hat man keinen Stress damit, dass gegebenenfalls die Batterie leer gezogen wird. So, und jetzt gucken wir mal, ob das Radio denn angeht. Tada! Geil! Also das läuft schon mal. Jetzt habe ich noch die eine Sache, dass ich die DAB Plus Antenne oben aufs Dach installieren muss. Da muss ich leider noch eine Dachdurchführung machen. Junge, Junge, so viele Löcher im Dach, ey. Egal. Auf jeden Fall kommt da jetzt noch ein Loch rein, dann kommt diese Antenne da oben drauf, dann werde ich die Kabel noch verlegen von der Antenne und dann kann ich mich endlich um die Kabel für die Lautsprecher kümmern und dann kann ich den Subwoofer bauen, denn ich war vorhin noch im Baumarkt und habe passendes Holz geholt und auch eben noch Lautsprecherkabel, weil das hatte ich irgendwie nicht mehr ausreichend da. Ja, genau, und dann werde ich mal die Kabel hier im Van verlegen, dass ich die an Ort und Stelle habe.
Und dann kann ich zwar noch nicht fertig installieren, zumindest die Lautsprecher noch nicht einbauen, weil mir da noch Holz fehlt, aber ich kann zumindest schon mal anschließen und gucken, ob sich da was tut. Tja, nach dem Subwooferbau hat dann irgendwie meine Kamera den Dienst versagt und ich konnte nicht mehr weiterfilmen. Das bedeutet, ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich das Video für euch schneiden möchte und feststelle, scheiße, ich bin schon viel weiter hier im Krankenwagen, kann euch aber gar nicht mehr zeigen, wo ich denn das letzte Mal aufgehört habe. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich einfach hingehe und euch jetzt mal den aktuellen Stand zeige, zumindest mal so leicht anteaser, wie die Anlage verbaut ist und ja, wie das Ganze jetzt aussieht. Und ich schwenke einfach mal rum. Voilà, hier sind wir. Ich habe mich also dazu entschieden, das Radio doch in die Frontseite hier einzubauen, also nicht hier in die Stirnseite, denn hier sind mittlerweile so Bedienpanels eingelassen und ich kann hier vom Bett aus viel besser das Radio bedienen. Ja, hier haben wir das Radio, hier haben wir den Subwoofer. Das Subwoofer-Gehäuse sitzt dahinter. Ich habe das also nur mit dieser Platte hier oben verkleidet, damit es ein bisschen schöner aussieht. Und das funktioniert auch schon. Also die Musik funktioniert auf jeden Fall schon und wie das Ganze dann oben in dem Fernsehbereich und sowas aussieht, das zeige ich euch einfach später in den Videos beziehungsweise bei Instagram. Schaut einfach bei Instagram rein, dort seht ihr die ein oder anderen Bilder schon und ja, es ist geil. Jetzt würde ich sagen, geht's im selben Video noch weiter mit dem Boden. Es geht ja in den letzten Tagen hier Schlag auf Schlag. Es ist so krass, was hier alles passiert. Ich habe euch noch gar nicht gezeigt, ich habe einen Backofen im Auto. Voll geil, ich habe einfach einen scheiß Backofen in meinem Auto. Gut, Leute, ich baue ja auch keinen gewöhnlichen Campervan. Ich baue ja quasi mein Zuhause auf 4 Rädern. Und da ich natürlich so viel Komfort wie möglich haben möchte und hier auch im Daily Life irgendwie überleben möchte, ohne dass ich jetzt großartig einen auf Survival mache, ja, werde ich hier natürlich auch entsprechende Elektrogeräte reinbauen, damit es mir das Leben einfach leichter macht. Und der Kühlschrank ist drinne, richtig schön, der passt richtig gut da rein. Die Küche werde ich dann später weiterbauen, sobald ich weiteres Holz habe. Heute geht es aber um den Boden. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Das da sind Echtholz-Parkettböden. Und zwar ist das hier Format Eiche. Das heißt, es ist eine Echtholz-Eichenschicht obendrauf. Und der Rest ist einfach Fichte-Tanne. Die Bretter sind sehr, sehr leicht. Und ja, Ziel ist es jetzt, diese ganze Fläche hier, die hier noch übrig bleibt, wo keine Möbel draufstehen, eben mit dem Parkett zu belegen. Das heißt, ich werde mir jetzt mal ungefähr ausmessen, was ich alles brauche. Und dann werde ich mir die einzelnen Teile schon mal zurechtsägen, denn es ist wichtig, dass Parkett nicht nebeneinander verlegt wird. Also nicht die gleichen Stellen nebeneinander, sondern dass es versetzt gelegt wird. Also so. Also ich werde mir die Hälfte der Bretter immer zur Hälfte kürzen. Also quasi 1 Meter Brett, 50 Zentimeter. 1 Meter Brett, 50 Zentimeter. Und dann so weitermachen, dass die Stückelung hier einfach schön aussieht und dass das am Ende auch passt. Dafür habe ich mir eine Kappsäge geliehen. Das geht damit am besten. Und genau. Ja, das heißt, im ersten Schritt werde ich mir erstmal die Dinger zurechtsägen. Dann werde ich eine Trittschalldämmung noch verlegen. Zumindest unter die Stellen, wo es sinnvoll ist. Denn unter die anderen Stellen, da kommt eine Fußbodenheizung rein. Auf die Fußbodenheizung warte ich ehrlich gesagt noch. Ich hoffe, dass sie heute kommt. Ich hoffe es. Aber laut Versandbenachrichtigung müsste sie eigentlich kommen. Und dann erkläre ich euch auch genau, was für eine Fußbodenheizung reinkommt. Und ja, zeige euch, wie ich die verlege und wie ich die anschließen werde.
Es wird richtig geil. Von Schritt zu Schritt wird es hier gemütlicher im Van. Richtig geil. Also, jetzt erstmal Prädersägen. So Leute, nach gefühlten 100 Jahren ist es jetzt kurz vor 5 und ich muss heute damit fertig werden mit dem Boden, ist die Heizung angekommen. Oh Gott ey, das nächste Mal bestelle ich per Express, aber irgendwie habe ich das verrafft. Naja, auf jeden Fall machen wir die Kiste jetzt mal auf. Okay, das sieht natürlich sehr überschaubar aus. Das ist ein Quadratmeter Heizung. Die ist mega dünn. Krass. Also Heizung, Anleitung, Kabelkanal, Bedienteil und der Temperatursensor, der natürlich auch zum Boden gelegt wird, denn sonst ja, kann das Bedienteil natürlich nicht sagen, wie viel Grad wir haben. So, hier ist noch eine Rechnung. Gut. Fort damit. Ja, okay, krass, die ist halt echt richtig dünn. Mir ist mal wieder ein Malheur passiert. Nachdem ich also mit Rillend hier den Boden eingebaut habe, habe ich eigentlich alles gefilmt. Aber irgendwie, warum auch immer, sind Teile der Aufnahmen verschwunden. Ich schätze mal, dass ich irgendwas vergessen habe, auf meinen Laptop zu kopieren und habe dann die SD-Karte überschrieben. Naja, auf jeden Fall ist quasi der Rest von dem Fußboden einfach, ja, verschwunden sozusagen. Und jetzt sitze ich hier, wie ihr es sehen könnt, in meinem fast fertigen Krankenwagen, denn die Videos sind natürlich alle vorproduziert, die ich gerade poste, weil ich einfach während dem Bau nicht dazu gekommen bin, die Videos schneiden zu können. Naja, und jetzt sitze ich hier und überlege mir, wie kann ich das Video retten, wie kann ich weitermachen, um euch denn noch zu zeigen, wie es ausgesehen hat, ohne euch aber alles zu verraten. Ja, ist ein bisschen schwierig, aber gut, bei Instagram und so weiter seht ihr ja eh schon den aktuellen Ausbauzustand. Und ich würde jetzt sagen, ich zeige euch jetzt nochmal den Boden, also den Abschluss des Bodens, wie ich das hier unten gemacht habe. Und dann erkläre ich euch nochmal kurz, wie das Bedienteil von der Fußbodenheizung funktioniert und wie ich das angeschlossen habe. Es ist aber eigentlich ziemlich simpel, also dauert nicht ewig. Ja, und dann würde ich sagen, seid gespannt auf die nächsten Videos, denn ja, da geht es dann natürlich weiter mit Bett bauen etc. und so fort. Ich will euch aber hier jetzt nicht zu viel verraten. So sieht der Abschluss des Bodens also hier im vorderen Bereich aus. Ich habe übrigens hier diese Steckdose, die ihr im letzten Video gesehen habt, wo super viele Kommentare kamen, dass das einfach die falsche Steckdose und so weiter ist. Diese habe ich hier heute gerade eben gegen eine wasserdichte Steckdose ausgetauscht, beziehungsweise spritzwassergeschützte, mit einem extra Deckel und eben so einer Silikonabdichtung. Und ja, also hier ist auf jeden Fall jetzt der Abschluss des Bodens. Das hier hat uns noch ein bisschen Zeit gekostet, weil wir hier so einen Ausschnitt drumherum machen mussten. Der ist aber auch ganz gut gelungen. Und ja, am Ende habe ich eben noch hier diese Aluleiste drüber gebaut. Und somit ist der Boden auf jeden Fall fertig.
Ja, das hier ist das Bedienteil der Fußbodenheizung. Ihr habt hier so eine Art ja, Touch-Display tatsächlich, womit man die Temperatur der Fußbodenheizung einstellen kann, hier auf Plus und auf Minus. Man kann sogar einstellen, wann die Fußbodenheizung angehen soll, wann sie wieder ausgehen soll. Und man kann zwei verschiedene Sensoren einstellen. Zum einen hat dieses Panel einen Sensor für die Temperatur oben im Panel und zum anderen hat die einen Sensor unten direkt an der Fußbodenheizung. Normalerweise wird es so gemacht, dass der Sensor quasi mit unten in den Boden, also in den Estrich oder sowas, mit eingearbeitet wird. Das habe ich hier natürlich nicht und die Dicke habe ich jetzt auch nicht. Das bedeutet, ich habe das Kabel, also diesen Sensor, einfach an diese, ja, so an diese Matte quasi rangeschoben, sodass der da die Temperatur messen kann. Und ich muss sagen, das funktioniert ziemlich gut. Die Heizung macht richtig warm und ja, das ist also eigentlich eine ganz gute Sache. So, ich nehme euch jetzt nochmal gerade mit in den Elektroschrank und zeige euch dort, wie ich die Kabel angeschlossen habe. Denn es sind 2, 4, 6, ich glaube 7 Kabel, die ihr anschließen müsst. Ist aber super einfach und echt selbsterklärend. So sieht das Panel also von hinten aus. Ihr habt hier rechts die zwei Anschlüsse für den Strom, der also von der Batterie kommt, also L und N. Dann habt ihr direkt daneben die Anschlüsse von der Heizungsmatte. Auch L und N, die beiden werden quasi dann zusammengeschlossen durch das Modul und dadurch ergibt sich eben die Hitze. Und ihr habt hier links den Anschluss für den Sensor. Der Sensor ist also das dünne weiße Kabel hier. Das hier ist das Stromkabel, was von der Batterie kommt. Und das hier ist das Kabel, was von der Fußbodenheizung eben in das Panel geht. Eine Besonderheit noch, das Kabel hier von der Fußbodenheizung ist mit dem, ja, mit dem Nullleiter sozusagen, also mit der Erdung, umwickelt. Das muss man also hier so ein bisschen abtrödeln und dann hier mit an die Erdung anschließen, die vom Auto auskommt. Und dann funktioniert das alles. Also ich für meinen Teil kann nur sagen, diese Fußbodenheizung ist wirklich genial. Also ich liebe das Ding ohne Ende. Ich meine, ich bin ja jetzt schon seit ein paar Tagen hier im Krankenwagen, mehr oder weniger am Wohnen eigentlich. Also ich springe immer so zwischen Bernd und Krankenwagen hin und her. Aber wenn ich hier abends drinne sitze, meinetwegen Videos schneide oder sowas, diese Bodenwärme ist so genial. Ich meine, ihr kennt es alle, jeder, der von euch einen Camper hat, morgens aufzustehen und ihr steht auf dem kalten Boden, ist einfach richtig eklig. Und ja, hier aufzustehen und auf einem heißen, warmen Boden zu stehen, ist schon richtig genial. Ich meine, diese Fußbodenheizung verbraucht circa 150 Watt, wenn sie läuft. Das ist natürlich relativ viel. Und wenn ich freistehen würde, würde ich diese Ressourcen wahrscheinlich sparen wollen für andere Dinge, die ich mit der Batterie einstellen möchte. Aber solange ich am Landstrom hänge und oder auf dem Campingplatz stehe oder wo auch immer, ist es eigentlich eine richtig geile Sache und tut nicht weh, wiegt nicht viel, kann man auf jeden Fall in jedem Camper verbauen. Kostentechnisch war das Ding irgendwo bei 150, 180 Euro. Ich verlinke euch das Ganze auch mal unten in der Beschreibung, da könnt ihr selber auch schauen. Da gibt es natürlich noch verschiedene Varianten. Ich wollte halt unbedingt die mit dem Touchpanel haben. Es gibt aber auch noch welche mit einem einfachen Bedienpanel, dann sind die ein bisschen günstiger. Ja, Leute, es tut mir leid für dieses bisschen wirre Video wieder und sorry, dass ich irgendwie da, ja, wieder irgendwo meine Filmverluste sozusagen hatte. Aber es ist halt super schwierig, während dem Bau alles auf die Reihe zu kriegen. Ich meine, ich baue mehr oder weniger alleine das Ding. Klar, der Rillend hilft mir oft, das ist auch eine riesengroße Hilfe, Gott sei Dank. Aber ansonsten bin ich hier eben immer auf mich alleine gestellt, was auch voll in Ordnung ist. Nur, naja, da passieren eben solche Sachen, dass mal irgendwas nicht gespeichert wird oder dann die SD-Karte überschrieben wird. Ja, ist ein bisschen blöd, aber ist halt so. In den nächsten Videos werde ich euch wahrscheinlich erzählen, wie ich das Bett gebaut habe und so weiter. Ja, und dann geht es so Step by Step weiter mit den Möbelstücken. Und ich bin echt gespannt, was ihr am Ende dazu sagen werdet. Mein bei Instagram, teaser ich schon mal hier für meine YouTube-Fans so ein bisschen an, seht ihr schon, wie der Wagen aussieht? Also ich poste schon ab und zu Bilder hier vom Krankenwagen und auch von den Details. Und das sieht schon, also ich fühle mich hier schon richtig, richtig wohl. Das heißt, an alle, die es auch nicht abwarten können, schaut einfach mal bei Instagram vorbei. Freundship natürlich auch. Da werdet ihr sehen, dass der Wagen schon viel, viel weiter ist als das, was ihr hier bei YouTube seht. Hier bei YouTube zeige ich euch natürlich trotzdem Step by Step die Ausbauvideos, einfach weil ich der Meinung bin, dass euch das vielleicht sogar interessiert. Vielleicht der ein oder andere von euch auch gerade am Camper bauen ist und vielleicht kann er ja den ein oder anderen oder sie oder wer auch immer den ja, ein oder anderen Trick oder Kniff oder Idee, wie auch immer, von mir übernehmen und ja, dann ist es eigentlich ganz geil. Wenn ihr gespannt seid, wie es weitergeht hier im Krankenwagen und wenn ihr wissen wollt, wie ich den Rest hier zusammengebaut habe, dann bleibt auf jeden Fall dran, abonniert meinen Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö.